Also vielen Dank. Ich grüße Sie im zweiten Panel. Es geht um die Zukunft der EU, nachdem wir uns in den vorigen Diskussionen gesagt haben. Die Diskussion wird von Herrn Peter Lange moderiert. Herr Lange ist Journalist, hat Politologie, Geschichte, Publizistik an der Freien Uni in Berlin studiert, war lange Zeit Chefredakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Die letzten drei Jahre ist er Prager Korrespondent von ARD und Deutschlandfunk Radio. Also Herr Lange, Sie haben das Wort und bitte Sie, uns in die Themenbereiche einzuführen und die Beteiligten vorzustellen. Vielen Dank, Herr Ruschek. Es ist mir eine große Freude und Ehre, dieses Panel leiten zu dürfen. Willkommen allerseits. Für mich eine Premiere. Ich habe so eine Diskussion noch nie geleitet. Wenn es ein bisschen klemmt, werden Sie es mir nachsehen. Die Zukunft der Europäischen Union soll unser Thema sein in der kommenden Stunde. In welcher globalen Konstellation muss sie agieren? Ist sie dafür gut genug aufgestellt? Was müsste sich ändern? Und welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie? Behindert sie notwendigen Wandel? Oder ist diese Krise eine Chance, weil sie Veränderungsprozesse beschleunigt? Das ist ungefähr der Rahmen, in dem sich unsere Diskussion bewegen wird und in der wir versuchen wollen, deutsche und tschechische Sichtweisen herauszuarbeiten. Zum Verfahren, wir haben uns vorgenommen, eine Stunde lang intensiv miteinander zu diskutieren und die letzte Viertelstunde ist dann Ihre Zeit für Fragen und Anmerkungen, wobei ich die Bitte hätte, dass die Fragen so präzise wie möglich sind und die Anmerkungen, wenn Sie es mir verzeihen, keine Kurzreferate sind, dann kommen möglichst viele Leute dann hinterher auch noch zu Wort. Also eine Stunde Diskussion, eine Viertelstunde hinterher für Fragen. Ich darf Ihnen kurz unser Panel vorstellen. Danusche Nerudova ist Ökonomin und Rektorin der Mendel-Universität in Brünn. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Dann Elisabeth von Hammerstein ist Programmleiterin der Körperstiftung in Hamburg. Ihr Thema sind die internationalen Beziehungen. Und damit Sie wissen, was sie so treibt, eines ihrer Projekte heißt Ein westfälischer Frieden für den Nahen Osten. Da haben Sie ungefähr eine Ahnung, was für dicke Bretter da gebohrt werden. Und unser dritter Teilnehmer, Michael Kojan, Politikwissenschaftler und Gründer des Global Research Arena Instituts. Willkommen auch Ihnen. Ich freue mich, dass wir miteinander diskutieren können. Während wir hier reden, entscheidet sich in den USA, wer neuer Präsident wird, Biden oder Trump. Eine vielgehörte These lautet, der Ton unter einem Präsidenten Biden wird höflicher werden, der Umgang vielleicht professioneller, aber in der Sache wird sich wenig ändern. Das heißt, die USA werden weiterhin ihre eigenen Interessen mit Macht durchsetzen wollen, weniger kompromissbereit vielleicht als früher. Die erste Frage, ist das eine These, der Sie zustimmen können? Ich würde mit Frau Nerudova bitte anfangen. Guten Tag. Prosím. Die Übersetzung ins Tschechische hat bei mir nicht funktioniert. Tut mir leid. Bei mir funktioniert das nicht. Mein Deutsch ist nicht besonders gut. Dann würde ich sagen, gehen wir die Frage meiner Frau von Hammerstein weiter. Die hat sie verstanden, denke ich. Was ist Ihre Erwartung an einen Präsidenten Biden? Wir haben vorhin von Herrn Maul gehört und von Herrn Meckel. Eigentlich erwarten wir eine wesentlich bessere Zusammenarbeit, ein bisschen auch die Rückkehr zu der guten alten Zeit. Wird das so sein? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen, wenigstens hier im digitalen Raum, wenn auch nicht in Brünn, wo ich noch nie war und wo ich sehr gerne, wenn möglich, dann im nächsten Jahr hinkommen werde. Ich sitze heute in Berlin, weil ich für den Bereich internationale Politik der Körperstiftung, die ja den Hauptsitz in Hamburg hat, aber ich arbeite aus Berlin aus. Und aus Berlin ist der Blick auf die Wahlen doch, glaube ich, relativ erschrocken ausgefallen. Ich glaube, die Deutschen haben, oder sagen wir mal, die deutsche Politik hat schon stark darauf gesetzt, dass
Präsident oder dass Herr Biden als Präsident gewählt wird und wurde von vielen Seiten ja auch kritisiert, dass sozusagen die Deutschen zu sehr auf das demokratische Pferd gesetzt haben und sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt haben, was eigentlich passieren wird, wenn Trump wieder gewählt wird. Und wir werden ja noch sehen, noch steht das Ergebnis nicht ganz fest. Aber ich glaube am Ende auch, dass die Wahl so eine Art Weckruf für Deutschland, aber auch für ganz Europa war, weil wie Sie gesagt haben, Herr Lange, wird sich zwar der Ton wieder verändern und ich glaube, die ganze Art der Kooperation wird sich verändern, weil die demokratische Partei und ein möglicher Präsident Biden doch viel mehr Wert auf multilaterale Kooperation, auf wirkliche Zusammenarbeit, auf ein gutes transatlantisches Verhältnis liegt. Aber am Ende wird er sich auch ganz stark um innenpolitische Themen kümmern müssen und die Außenpolitik wird nicht oberste Priorität für die USA sein. Was für uns Europäer bedeutet, dass wir bei vielen Themen nach wie vor oder weiterhin, wie auch in den letzten 4 Jahren, viel mehr auf uns selbst gestellt werden. Und ich glaube, dass Deutschland da gerade im Bereich Verteidigungspolitik sich ja in den letzten Jahren sehr viel Kritik eingefahren hat, aber dass Deutschland da schon auch sozusagen mehr Eigeninitiative und Eigenleistung zeigen muss. Und das ist vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied zwischen einem republikanischen oder einem demokratischen Präsidenten. In Deutschland gibt es ja, kann man so sagen, eine klare Mehrheit für Joe Biden. Alle sind froh, wenn Trump weg sein sollte. In Tschechien, Herr Korjan, ist das immer ein bisschen verdreht. Also der Präsident Zeman und Babiš sind mehr oder weniger eigentlich für Trump. Die Opposition ist mehr für Biden. Aber als der Pompeo da war, da hat dann die Opposition applaudiert für die Attacke gegen Russland und China. Wo steht denn Tschechien, wenn jetzt die Wahl gelaufen ist in den USA und es dann möglicherweise Biden oder, wenn es ganz schlecht läuft, dann eventuell noch mal Trump wird? Tak, teď si nejsem jistý, jestli ta otázka byla směřována. Die Frage war, wo steht Tschechien in dieser Geschichte, Trump oder Biden, wo die tschechische Außenpolitik ja so eindeutig nicht ist? Das verstehe ich, aber ich wusste nicht, ob es an mich gerichtet war. Aber danke. Ich muss gestehen, dass ich mir darüber nicht Kopf zerbrechen wollte. Denn ich glaube, dass ebenso wie die tschechische Gesellschaft geteilt ist in zwei gleichmächtige Lager und die politische Trennung geht entlang der urbanen und ruralen Bereiche. Ebenso wird es bezüglich der Wahl von Biden sein. Ich glaube, dass für die Zukunft Europas, für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und ist es eigentlich egal, wie die tschechische Gesellschaft dazu steht. Denn unsere Aufgabe ist, und da werde ich mich vielleicht ein bisschen unterscheiden von Frau Elisabeth, unsere Aufgabe ist, alles dafür zu tun, dass die transatlantischen Beziehungen so gut wie möglich sind. Ungeachtet, wer im Weißen Hause ist. Ich glaube, dass es einfacher sein wird mit Biden an der Spitze. Und zwar aus dem Grunde, dass die personelle Chemie mit niemandem funktionieren konnte, denn mit ihm kann man nicht verhandeln, mit ihm kann man nicht sprechen. Und aus dieser Sicht glaube ich, oder ich würde es anders sagen, während Donald Trump, für den war die Grundprämisse der Konflikt. Also bei Biden können wir davon ausgehen, dass der Kompromiss die Grundprämisse von ihm sein wird. Wobei die Tarifstreitigkeiten, Handelsstreitigkeiten, Streitigkeiten bezüglich der Rüstungsausgaben und so weiter, das wird nicht verschwinden. Aber jetzt sage ich etwas, was vielleicht viele von Ihnen nicht
akzeptieren werden, aber ich glaube, es muss vor allem Europa sein, die transatlantischen Beziehungen zu kultivieren. Denn wie sehr wir uns auch wünschen können, oder nicht, aber Europa kommt ohne USA nicht umhin, nicht nur im Rüstungs- oder Verteidigungsbereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich. Also die europäische Pflicht ist, mit den USA gut auszukommen. Und ich glaube, der Biden wird der Schlüssel dazu sein. Vielen Dank für die Einladung und für diese Frage. Jetzt würde ich gerne nochmal Frau Nerudova ansprechen, von der ich hoffe, dass sie jetzt die Übersetzung, die tschechische Übersetzung auf dem Ohr hat und versteht. Ist das so? Ja, wir arbeiten dran. Wir brauchen noch circa 5 Minuten, dann ist es soweit. Mal zu Frau von Hammerstein. Es gibt ja eine andere These, die lautet, die USA sind viel zu sehr geschwächt und gespalten, geradezu paralysiert und fallen als Akteur in der internationalen Politik zurück oder sogar ganz aus. Deswegen, schon deswegen muss Europa sozusagen in die Puschen kommen. Ist das etwas, was Sie genauso sehen oder ist das zu pessimistisch? Ich hoffe, es ist zu pessimistisch, aber ich glaube, wir sollten uns trotzdem an den Gedanken gewöhnen, wie ich auch eben schon gesagt habe, dass wir in Europa etwas mehr für unsere eigene Sicherheit tun müssen. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf den sicherheitspolitischen Bereich, weil ich glaube, dass da die USA eben immer sehr lange, letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg, schützend seine Hand über Europa gehalten hat und dass das jetzt eben schon seit längerer Zeit, das hat ja schon auch, war ja auch schon unter Obama der Fall, nur dass der eben eine ganz andere Rhetorik gewählt hat als Trump, sich sozusagen verändert hat. Aber ich glaube, also ich finde es persönlich auch interessant zu schauen, wie in Deutschland eigentlich auf die USA geguckt wird und eben darauf, wie die USA sich jetzt auch in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und wir führen einmal jährlich eine Umfrage im Auftrag der Körperstiftung, repräsentative Umfrage der deutschen Bevölkerung durch. Und da haben im Mai diesen Jahres, das war schon sozusagen nach Ausbruch der Corona-Pandemie, die wirklich eine große Mehrheit, über 70% der Deutschen gesagt, wir sollten unabhängiger von den USA werden in Deutschland. Und das ist dementsprechend, glaube ich, auch auf ganz Europa bezogen. Und das Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika hat sich eben auch aus Sicht der deutschen Bevölkerung ziemlich stark verschlechtert. 73% der Deutschen bezeichnen das Verhältnis als schlecht oder sogar sehr schlecht aktuell. Was mir schon, ehrlich gesagt, großen Grund auch zur Sorge gibt. Ich würde sagen, es gibt durchaus in Deutschland teilweise auch einen gewissen Anti-Amerikanismus. Aber der Weckruf daran ist eben, wir können uns nicht auf die USA verlassen, weder unter Biden noch unter Trump. Und deswegen müssen wir ein bisschen mehr selbst darüber nachdenken, wie wir und dann eben besonders mit den europäischen Partnern unsere eigene Zukunft gestalten können. Nun sind die USA ein großer Player auf der internationalen Bühne. Es gibt zwei andere, Russland und China, wo auch in jeder Gesellschaft im Grunde in Tschechien wie in Deutschland immer die Frage gestellt hat, sind das jetzt Partner oder sind das Kontrahenten oder sind das Gegner oder vielleicht sogar Feinde? Wie wird das jetzt in Tschechien gesehen? Da gibt es ja auch durchaus zwei Meinungen, Herr Kozan. Tja, das ist wiederum die Frage, wen fragen wir? Fragen wir die tschechischen Politiker, fragen wir die tschechischen Businessleute, fragen wir die tschechische Öffentlichkeit? Aus kommerziellen und Businessgründen haben wir eine Hinwendung zu China gesehen. Wir haben viele Akteure in der Politik und Wirtschaft, die es gerne sehen möchten, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Die tschechische Gesellschaft ist ziemlich gespalten. Aber ich würde das von einer anderen Perspektive anschauen. Und zwar in dem transatlantischen Rahmen
bleiben wir jetzt, aber die USA haben ziemlich klar geantwortet auf die Frage, was bedeutet China. China ist immer mehr ein Gegner als Partner. Bis jetzt konnten wir ziemlich bequem eine Parallelpolitik betreiben. Einerseits haben wir die handels- und kommerziellen Beziehungen verbessert, das gilt auch für Europa. Andererseits konnten wir auch die geopolitischen Themen anpacken und es ging irgendwie parallel. Diese beiden Spuren gingen parallel nebeneinander. Diese Zeit ist aber vorbei. Die Handelssphäre wird immer mehr eine technologische Sphäre und die Technologiesphäre wird immer mehr zur Sicherheitssphäre. Also diese bequeme Position mit einer parallelen Politik gegenüber China, das geht zu Ende. Die USA haben schon geantwortet in dem Sinne, was ich erwähnt habe. Und bei Joe Biden kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das radikal ändern sollte. Und die Frage ist, wie wir das in Europa beantworten werden. Ich glaube, die Perspektiven Tschechiens und Deutschlands sind in manchen Punkten unterschiedlich. Zum Beispiel, was man über Huawei meint und so, aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Aber das ist für uns eine Schlüsselfrage. Wie soll man reagieren, dass diese Frage des Handels, der Technologie und der Sicherheit, das kommt in eines, das schmilzt zusammen. Wir sollten uns auf Decoupling vorbereiten, Decoupling mit China, das sollte man vorbereiten. Das ist sicher eine der wichtigsten Fragen der kommenden Monate. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne noch mal versuchen, Frau Nerudova ins Gespräch einzubeziehen. Können Sie uns jetzt hören und die Übersetzung auch? Ja, danke. Es ist jetzt in Ordnung. Ja, wunderbar. Bleiben wir einen Moment bei China und bei der tschechischen Außenpolitik. Also ich als Beobachter sehe da ja immer zweieinhalb Außenpolitiken. Ich höre einmal das, was Herr Petříček sagt, das ist proeuropäisch. Ich höre das, was Herr Babiš sagt, das ist ungefähr, wir melken die europäische Kuh, solange sie Milch gibt und wenn sie trocken ist, dann gehen wir. Und dann gibt es noch die Außenpolitik auf der Burg, die mehr Richtung China und Russland ausgerichtet wird. Kann Tschechien unter diesen Bedingungen ein Akteur sein oder doch nur jemand, der dabei steht? Vielen Dank für die Frage. Ich bewege mich jetzt auf dem dünnen Eis. Ich bin Rektorin einer Universität und ich soll mich nicht zu politischen Fragen äußern. Aber die heutige Situation hat Einfluss auch auf die akademische Sphäre. Auch wir Akademiker spüren immer mehr Druck seitens China. Wir sind auf dem akademischen Boden nicht gewöhnt, dass es passiert, dass zu uns sogenannte chinesische Studenten entsendet werden. Und wenn wir dann nachfragen, dann erfahren wir, dass sie eine militärische Hochschule studieren und dass sie eigentlich zu einem anderen Zweck entsandt wurden als zum Studium. Wir wurden auch mit Fragen von Journalisten konfrontiert, wie wir mit China zusammenarbeiten, ob wir einen ethischen Kodex haben oder ob wir die chinesischen Partner ordentlich studieren vor dem Anfang der Zusammenarbeit. Nicht alle Partner vom Business, die mit der Universität zusammenarbeiten wollen, sind vertrauensvolle Partner. Also die Beziehungen zu China auf dem akademischen Boden sind jetzt total neu bewertet worden. Also wir haben Signale, dass unsere akademische Mitarbeiter, die müssen vor dem Anfang der Vorträge eine politische Schulung über sich ergehen lassen. Also die Position der Universitäten gegenüber Zusammenarbeit mit China ist jetzt äußerst vorsichtig. Wir
achten jetzt sehr darauf, wir schauen sehr sorgfältig darauf, mit wem wir kooperieren und wie die Absichten derer sind, die kooperieren wollen. Ja, wir sind unabhängiger akademischer Boden, also abgesehen von der Politik der Regierung oder der Burg sind wir autonom. Ja, selbstverständlich müssen wir eventuelle Sanktionen in den auswärtigen Kontakten respektieren, egal ob es China ist oder Russland oder Iran. Das müssen wir respektieren. Aber auf der anderen Ebene würde ich sagen, die tschechischen Universitäten sind im Lernprozess. Das ist anders als an den deutschen Universitäten. Denn die deutschen Universitäten haben jahrelange Erfahrungen, jahrzehntelange Erfahrungen mit internationalen Beziehungen. Wir haben erst nach 1989 angefangen, mit ausländischen Partnern zusammenzuarbeiten. Nach 30 Jahren der Freiheit sind wir dabei, dass die Universitäten jetzt auch drauf schauen müssen, mit wem man kooperiert. Das gilt für China, für Russland, für jedes andere Land. Ich Frage stellen, weil ich dachte, wir sind ja unter uns, da können Sie das ruhig mal sagen. Ich würde gerne noch mal Frau von Hammerstein fragen. In Deutschland wird ja immer noch der Eindruck erweckt, dass das durchaus zusammenpasst. Man macht Geschäfte mit China und gleichzeitig aber bleibt man bei seinen wie auch immer definierten Grundwerten und Menschenrechte werden mehr oder weniger kräftig vertreten. Also sagen wir mal eine pragmatische Politik. Der öffentliche Diskurs in Deutschland wird aber doch sehr stark von, sagen wir mal, gesinnungsethischen Motiven geprägt. Es ist also weniger immer eine Analyse von Machtverhältnissen und dem, was machbar ist, also weniger Verantwortungsethik, so à la Helmut Schmidt damals, da steht im Moment doch nicht sehr hoch im Kurs. Muss die Außenpolitik und die Diskussion, die wir darüber haben, wieder nüchterner werden? Ja, tatsächlich ist das Verhältnis zu China, glaube ich, eins der großen Themen, was auch in den nächsten Jahren noch die deutsche Außenpolitik bestimmen wird. Die Bundeskanzlerin wollte ja auch das Verhältnis zu China zum Mittelpunkt oder sagen wir mal zum Höhepunkt der deutschen Ratspräsidentschaft jetzt machen, indem der große Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs mit der chinesischen Führung ja eigentlich für September geplant war. Der ist jetzt Corona-bedingt erst einmal verschoben worden und auch so Höhepunkte wie zum Beispiel ein Investitionsabkommen mit China konnte dieses Jahr auch nicht geschlossen werden. Ich glaube, insgesamt werden natürlich die Beziehungen hier sehr stark davon getrieben, dass es eine enge wirtschaftliche Verflechtung gibt und schon auch eine große wirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China. Aber in Tschechien gibt es zwar auch, oder sagen wir mal so, sind vielleicht im Moment die Differenzen, je nachdem, wer gerade spricht, gegenüber China noch mal ein bisschen anders. Aber in Deutschland gibt es schon auch einen Unterschied zwischen dem, was das Kanzleramt sagt und dem, was zum Beispiel der Bundestag über China denkt. Also vom Kanzleramt kommen ja durchaus weniger kritische Themen, kritische Töne, gerade wenn man jetzt zum Beispiel über die ganze Debatte, es wurde ja gerade schon angesprochen, um Huawei und 5G, den Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland gesprochen hat. Da war das Kanzleramt eben sehr zurückhaltend und durchaus die CDU auch intern gespalten. Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, hat sich sehr kritisch geäußert und hat gesagt, dass wir uns nicht abhängig von China machen sollten. Und wie gesagt, das Kanzleramt nimmt da so ein bisschen eine andere Rolle ein, lenkt jetzt teilweise ein. Ich glaube, das spiegelt am Ende auch ganz gut den Blick der deutschen Bevölkerung wider. Am Ende können die Deutschen sich oft oder möchten, wenn möglich, sich nicht unbedingt entscheiden. Gerade wenn es jetzt um diese Großmachtrivalität zwischen den USA und China geht, viele sprechen von einem kalten Krieg, dann würden die Deutschen wahrscheinlich sich am liebsten eben nicht zwischen den USA und China entscheiden müssen. Was, glaube ich, aber in den nächsten Jahren trotzdem passieren muss. Und am Ende sind da die transatlantischen Beziehungen für Deutschland, besonders wenn es jetzt ein demokratischer Präsident werden sollte, aber auch einfach von der Historie für Deutschland, glaube ich, schon
wichtiger als, oder sagen wir mal, historisch gewachsener und mehr verwurzelt in unserer Gesellschaft und unserer Politik als eben die ganz engen Beziehungen zu China. Herr Kozhan, es ist ja hier sehr beachtet worden, wie der Senatspräsident in Taiwan aufgenommen worden ist. Also ich kann als Beobachter nur sagen, sowas wäre in Deutschland nicht möglich gewesen, dass der Vorsitzende, der Präsident des Bundestages gegen den Willen der Kanzlerin oder gegen den Willen des Bundespräsidenten oder des Außenministers nach Taiwan fährt. Zeigt das nicht ein bisschen, wie gespalten und wie problematisch die Außenpolitik in Tschechien im Moment ist? Ich befürchte sogar, dass wir kein weiteres Beweis wir brauchen, wie gespalten die tschechische Gesellschaft und Außenpolitik ist. Wenn wir dies bräuchten, dann wäre es ein Beweis. Aber wenn man sich über das Meritum der Sache unterhalte, und jetzt verlasse ich den Boden der Verfassung oder des Völkerrechts und ich steige auf den geopolitischen Boden über, dann oder anders. Die gegenwärtige Situation ist so, dass China Taiwan nicht nur mit dem Prisma seiner Geschichte sieht und mit der Politik, sondern es ist ein geopolitischer Hotspot, ist sehr abhängig von den Mikrochips von Taiwan. Das ist etwas, was China nicht imstande ist herzustellen und wird auch nicht demnächst. Und die Vereinigten Staaten haben die strategische Bedeutung von Taiwan entdeckt, schon lange. Und jetzt können wir in der folgenden Welle nach der Corona-Krise sehen, dass viele Länder, einschließlich Indien und Vietnam und auch Taiwan, sich bewusst werden bei der Bemühung, die Lieferketten zu reformulieren, dass die Firmen China verlassen werden und jeder versucht, diesen Business für sich zu bekommen. Und je mehr die Wirtschaft oder diese wirtschaftlichen Subjekte China verlassen könnten, umso aggressiver wird China gegenüber den Ländern sein, die ich genannt habe. Da sieht man, denn vor allem, wenn es um die Mikrochips geht. Und aus dieser Sicht glaube ich, dass die Tschechische Republik in der Person des Senatspräsidenten eine sehr assertive und positive Rolle gespielt hat. Denn nach meinem Dafürhalten kann Taiwan wirklich zum grundsätzlichen geopolitischen Hotspot werden. Und zwar, solange China nicht imstande ist, seine Abhängigkeit zu reduzieren. Ich will damit überhaupt nicht von der Frage der Identität absehen oder von der Frage der Selbstbestimmung und so weiter und davon, dass Taiwan viel wichtigerer Investor ist in Tschechien als China. Und zwar nicht nur pro Kopf gezählt. Also diesen Aspekt sehe ich als sehr wichtig. Es ist ein neues geopolitisches Schlachtfeld, leider Gottes, und Tschechien in der Person des Senatspräsidenten und auch ein Teil des tschechischen Denkens hat gezeigt, dass wir auch imstande sind, in diese Richtung zu schauen. Und aus der Sicht der Möglichkeit, die tschechische Außenpolitik zu verstehen, ist es nicht gut. Auch aus der Sicht des Signals gegenüber, aber aus der Sicht der Politik gegenüber Taiwan oder gegenüber den transatlantischen Beziehungen sehe ich es als positiv. Danke. Jetzt ist ja diese geopolitische Konstellation das eine. Es gibt dann eine ganze Liste von Themen, die international die EU beschäftigen wird, von der Klimapolitik angefangen, Migrationspolitik wurde schon erwähnt. Man braucht eine gemeinsame Rohstoffpolitik, eine andere Verteidigungspolitik.
Die nächste Frage wäre, wie muss die EU aufgestellt werden, damit sie souverän ist und angemessen reagieren kann? Wie kann sie ihre eigenen Interessen wahren und durchsetzen? Und die erste Frage wäre, ist das innerhalb der Europäischen Union eigentlich gewollt? Also die Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten sind ja manchmal mindestens so groß wie zwischen den Demokraten und den Republikanern in den USA. Tschechien und die Visegrad-4-Staaten jedenfalls haben bisher eigentlich immer einen Kurs gefahren, der sagt, unsere nationalstaatliche Souveränität ist uns erst einmal sehr heilig. Frau Nerudova, wird sich daran etwas ändern oder wie weit würde denn Tschechien gehen können? Also vielen Dank für die Frage. Am Anfang möchte ich sagen, dass ich tiefst überzeugt bin über die Bedeutung des europäischen Projektes und trotz all den Fehlern, die es gibt und die man der EU vorhält, ist das Projekt doch sehr erfolgreich. Dank diesem Projekt haben wir seit 70 Jahren keinen Krieg gehabt. Und ich bin der Meinung, dass es wirklich ein großer Fehler ist, dass in der Gegenwart über das Projekt nur gesprochen wird und wenn man über wirtschaftliche Vorteile spricht. Denn es gibt eine Reihe von globalen Gefährdungen, die Sie angesprochen haben. Und für mich ist das die weitere wichtige Dimension, gerade die Sicherheit. Und Sie haben darüber gesprochen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt der europäischen Staaten, dass es unterschiedliche Meinungen unterhalb der V4 gibt gegenüber anderen Staaten. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass die Kraft der EU gerade in der Diversität besteht. In der Diversität ist die Kraft. Nur muss man es richtig auffassen. Ich halte mich für einen stolzen Tschechen, aber auch für einen stolzen Europäer. Und ich sehe hier keinen Widerspruch, keinen Unterschied. Und die Herausforderungen, denen wir derzeit entgegenstehen, die sind global. Es ist die Klimafrage, es ist der Terrorismus, es sind kybernetische Cyberkriege. Also das sind Dinge, die die nationalen Grenzen nicht respektieren. Und man kann sich kaum vorstellen, dass man dagegen nur alleine aus der Position, von der Position der Nationenstaaten aus kämpfen könnten. Denn das sind übernationale Gefährdungen, Gefahren. Und die einzige Möglichkeit, wie man denen widerstehen kann, ist gemeinsam diesen Gefahren entgegenzustehen. Und für mich also sollte starkes Europa sein. Über die Rolle von V4 haben wir uns überzeugt im Zusammenhang mit der Pandemie, denn jetzt sehen die Tschechen, wer der Leader in der EU ist. Ich lehne Narrative über schwaches Deutschland und Unfähigkeit der Leadership, das lehne ich ab, denn derjenigen, der offene Arme allen anbietet, Beatmungsgeräte, Plätze in Krankenhäusern und so, das ist Deutschland. Also aus meiner Sicht kann diese Krise kann der EU zu dem Ziel verhelfen, das wir wünschen, nämlich das ist das Ziel der echten, starken, echten starken Europas. Und ich glaube, dass eine Schlüsselessenz von diesem starken Europa der Respekt zu gemeinsamen Werten und Prinzipien ist. Denn das ist der Kern, auf dem das europäische Projekt entstanden ist. Und wenn die Prinzipien der Demokratie, wenn das Dinge sind, die wir aufhören zu respektieren, dann befürchte ich, dass wir selbst unsere Identität verlieren. Also noch einmal zum Anfang von dem, was ich gesagt habe.
Die globalen Gefahren kennen keine Grenzen. Deshalb muss auch die Antwort auf diese Gefahren auf der nationalen Ebene nie effektiv sein. Und für die effektive Antwort braucht man die Kräfte zusammen zu bündeln. Ein Beispiel aus unserer Universität. Ein tolles Beispiel ist Erasmus. Erasmus, das ist ein unheimlich erfolgreiches Projekt der EU, wo wirklich es die Spitze ist. Zum Beispiel Antitrust, das ist auch so ein ganz tolles Projekt. Oder das Google-Projekt, da ist Europa sehr, sehr erfolgreich. Also man muss beginnen, über diese erfolgreichen Projekte beginnen zu sprechen. Man muss diesen Mehrwert zeigen. Das ist nicht nur wirtschaftlicher Mehrwert. Der Mehrwert liegt in anderen Bereichen auch. Und man muss das betonen, was Sie gesagt haben. Die Diversität ist kein Problem, sondern im Gegenteil ein Vorteil der EU. Vielen Dank. Jetzt haben Sie Projekte angesprochen, aber was ist mit den Strukturen? Wenn die EU souverän agieren soll, dann muss sie doch auch als ein einheitlicher, geschlossener Akteur Macht haben und auch anwenden. Und dann braucht es doch, Frau von Hammerstein, mehr Föderation als Konföderation. Muss dann diese EU nicht auch völlig neu aufgestellt werden und auch ihre Macht dann neu legitimiert werden? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich schließe mich vielleicht meiner Vorrednerin an und würde definitiv auch sagen, dass am Ende die Pandemie jetzt in diesem Jahr gezeigt hat, dass wir als Nationalstaaten überhaupt nichts groß machen können. Und innerhalb Europas gab alle Zeichen, die da am Anfang gesendet wurden mit dem Schließen der Grenzen und mit einer letztendlich Verschlechterung der Kooperation innerhalb Europas, war nur ein Zeichen oder hat am Ende dazu geführt, dass alle eingesehen haben, so geht es nicht. Und das war ein großer Fehler. Und daraus sind dann ja wiederum sehr mutige Antworten entstanden. Ich glaube, das Wiederaufbaupaket, was mit deutsch-französischer Initiative ja angestoßen wurde, ist ein riesiger Erfolg für die EU. Und der Fakt, dass die EU so das erste Mal gemeinsam Schulden aufnimmt, ist auch ein großer Schritt. Ich glaube, ganz wie Sie gerade gefragt bzw. gesagt haben, damit müssen auch weitere Integrationsschritte am Ende kommen. Ich glaube, gerade eben mit dieser gemeinsamen Schuldenaufnahme, das bedeutet ja auch ein gemeinsames Zurückzahlen, da stellt sich total die Frage, wie können wir weitermachen bei EU-Eigenmitteln und wie kann die EU eben selbst auch Geld einnehmen, um dann auch mal diese Schulden eben zurückzuzahlen. Da sind die Steuer für Einwegkunststoffe ist ja zum Beispiel ein Anfang. Das EU-Emissionshandelssystem ist eine weitere Idee, wo ich glaube, dass das ausgeweitet werden sollte. Die Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer, das sind alles so Ideen, die, glaube ich, auf europäischer Ebene schon mal gute Ansätze haben und uns zeigen. Und ich glaube, da ist aus deutscher Perspektive schon Willen, sozusagen mehr zusammen europäisch voranzugehen. Und die zweite große Frage ist, wie verhalten wir uns eigentlich in der Außenpolitik? Und ich glaube, auch da, wenn man die deutsche Bevölkerung fragt, gibt es eine große Zustimmung dafür, dass dieses qualifizierte Mehrheitsprinzip eingeführt wird, damit wir eben nach außen mehr mit einer Stimme sprechen können. Da gab es jetzt gerade wieder zum Beispiel in der Diskussion um die Sanktionen gegenüber Belarus große Diskussionen, dass eben das Einstimmigkeitsprinzip wirklich zu großen Schwierigkeiten führt und dass wir als EU viel öfter es noch schaffen müssen, mit einer Stimme zu sprechen, wenn wir irgendwie in der Welt Gewicht haben wollen und gehört werden wollen. Also dementsprechend, ich glaube, es braucht auf jeden Fall mehr Föderation. Herr Kauschan, ich habe gerade aus den Augenwinkeln gesehen, dass Sie genickt haben. Trotzdem die Frage, wenn Sie dem zuhören, was Frau von Hammerstein gesagt hat, dann kommt man ja nicht umhin, dass Tschechien in diesem Geleitzug doch ziemlich weit hinten mitschwimmt. Also wenn ich daran erinnere, Herr Babiš will die Kommission entmachten, die Regierungschef machen die Ansagen und die Kommission hat auszuführen und das EU-Parlament spielt in Tschechien kaum eine Rolle. Gibt es da einen großen Nachholbedarf, um überhaupt das mal diese Diskussion in Gang zu bringen? Ja.
Ich bitte um Entschuldigung, dass ich mit ein bisschen Verzögerung reagiere. Ich bin nicht sicher, ob diese Frage an mich ging, aber ich gehe davon aus, dass schon. Wenn nicht, dann stoppen Sie mich bitte. Dobra. Was die tschechische Politik angeht, ich befürchte, dass die heutige politische Repräsentanz seit Jahren überhaupt den Sinn der europäischen Integration nicht versteht. Darüber reden wir seit Jahren. Dadurch, dass das Prozedere der europäischen Integration für Tschechien ganz technokratisch verlief, das wurde von den exekutiven Eliten der 90er Jahre geführt und am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und die tschechische Gesellschaft hat sich gar nicht verinnerlicht, dass was diese Verantwortung für Europa bedeutet. Und das, was Frau Nerudová gesagt hat, für uns ist das ein Stempel dafür, wir gehören zum Westen. Dann ist das eine Art ökonomisches Projekt. Und ich befürchte, dass die Fragen, die wir uns stellen sollten, die werden bei uns gar nicht gestellt. Und dieses Problem wird wahrgenommen von der fachlichen Öffentlichkeit seit 10, vielleicht 15 Jahren. Und wir haben immer nichts damit gemacht. Also nichts hat sich geändert. Ich bin eher Optimist, aber diesbezüglich weiß ich nicht, was passieren muss oder soll, damit wir es wahrnehmen, dass wir eine Mitverantwortung tragen, dass die EU nicht nur Geld ist. Da würde ich nur wiederholen, was meine Vorredner und Vorrednerinnen gesagt haben. Meiner Meinung nach, gut, wenn ich sagen sollte, was von Schlüsselwichtigkeit ist für Tschechien, abgesehen von der politischen Repräsentanz, dann ist das, sich auf dieser kaufmännischen Position gegenüber der europäischen Position loszubinden. Und man sollte möglichst vernünftig die Chance nutzen und durch diese Coronavirus-Instrumente und Mittel sollte man sich in die großen Projekte einwickeln, aber wenn ich sehe, wie die EU-Gelder in Tschechien investiert werden, wie die Gelder für Forschung und Entwicklung investiert werden, ich würde sagen, die Effizienz ist 20-25%. Also das ist nach Bauchgefühl keine Berechnung, aber ich bin äußerst skeptisch. Ich bitte um Entschuldigung und es ist sehr schlecht so. Kommen wir vielleicht zu dem letzten großen Komplex, über den wir diskutieren wollen. Hat mit der Corona-Pandemie zu tun, ist das jetzt etwas, was Reformprojekte beschleunigt, weil Krisen der EU immer geholfen haben, siehe Finanzkrise 2008, oder behindert Corona-Reformen, weil zum Beispiel gesellschaftliche Spannungen wachsen, weil Gesellschaften vielleicht auch insgesamt durch die Pandemie ärmer werden oder weil die Gesellschaften auch mental schwächer und kranker werden. Was ist da Ihre Meinung, Frau von Hammerstein, zunächst? So, jetzt habe ich auch ganz kurz gebraucht, um mein Audio wieder anzuschalten. Aber ich habe ja immerhin den Vorteil, dass ich den Moderator selbst direkt verstehe. Behindert Corona Reformen oder eher nicht? Also ich glaube schon, was Sie gerade gesagt haben, am Ende ist die EU in Krisen immer stärker geworden. Sie haben jetzt die Finanzkrise genannt, aber es gab ja auch noch alle möglichen anderen Krisen, die die EU stärker gemacht haben. Und ich glaube, da ist es wahrscheinlich diese Dynamik davon, dass eine Krise 28 beziehungsweise jetzt 27 Mitgliedstaaten auf eine gewisse Art und Weise wieder verbindet und eine
ganz große zeitliche Notwendigkeit dann eben manchmal mit sich bringt. Und ich glaube, da wird es bei Corona genauso sein. Allerdings gibt's das, also wird natürlich jetzt auch eine große oder ist ja schon eine wirtschaftliche Rezession eingetreten. Und die Wirtschaftskrise, die wird die nächsten Jahre nur noch schlimmer werden, sodass wahrscheinlich schon alle Mitgliedstaaten sehr viel mit sich selbst beschäftigt werden, sein werden. Ich glaube trotzdem, dass die Krise eine Chance sein kann, nicht unbedingt sozusagen um Reformen, der Reformen willen anzustoßen. Das ist ja die große Diskussion, auch wenn jetzt die Rede von der Konferenz für die Zukunft Europas ist, sondern eben in den Bereichen, wo wir sagen, es bringt uns viel mehr, als eine EU zu handeln, als eben als 27 Mitgliedstaaten. Und ich glaube nach wie vor, dass es da noch viele Bereiche gibt. Da ist eben der Klimabereich ein großes Thema. Da ist der komplette digitale Bereich. Wie stellen wir uns als Europa in der Welt auf, wenn es um Digitalisierung geht? Wie können wir es hinkriegen, da auch ein Akteur zu sein, der eben nicht zwischen den USA und China auch auf eine gewisse Art und Weise zerrieben wird? Und dann eben auch die Außen- und Sicherheitsverteidigungspolitik, wo letztendlich jedes Land ja ein sehr viel mehr Gewicht auf der Weltbühne hat, wenn wir eben europäisch sprechen und nicht national. Und deswegen glaube ich schon, dass es Bereiche gibt, wo wir auf jeden Fall Reformen hoffentlich vorantreiben können und wo jetzt sozusagen nicht nur Schritte rückwärts gemacht werden. Ist vielleicht ein bisschen wishful thinking. Jetzt ist ja vorhin schon gesagt worden, es ist zwischen der ersten und der zweiten Pandemiewelle viel passiert. Es hat Lerneffekte gegeben. Was mich trotzdem nochmal zurück zu der Frage bringt, und die richtet sich jetzt gleich an Herrn Korjan. Mich hat immer irritiert in der ersten Welle, dass im Grunde beide Regierungen Rücken an Rücken gestanden haben. Und jeder hat auf seinen eigenen Bezirk geschaut. In Deutschland fiel immer auf, dass die Diskussionen mehr von Landräten und von Bezirksstadträten bestimmt wurden als von der Bundeskanzlerin. Und die Länder, bis die sich mal geeinigt haben, da verging auch viel Zeit. Gab es bei Ihnen eine Art von Frustration darüber, wie sich die Deutschen während dieser ersten Welle verhalten haben? Also man hätte ja mal erwarten können, dass Berlin mal in Prag anruft. Das ist ja wohl nie passiert. Danke für die Frage. Ich muss gestehen, dass ich das deutsche Element in der tschechischen Debatte gar nicht mitgekriegt habe. Obwohl haben in bestimmten Medien schadenfreudig gezeigt, wie wir es gemeistert haben. Und diese Deutschen, die immer als unser Vorbild gezeigt werden, wie dort es eigentlich schlechter ist. Aber sonst glaube ich nicht, dass diese Debatte irgendwie auf Deutschland orientiert wäre. Aber wenn ich ein bisschen abweiche von der Frage und noch einmal zurück zu dem, was gesagt wurde. Unser Institut hat eine Initiative realisiert. Wir waren bemüht, die europäischen und multilateralen Initiativen zu monitorieren, wo es um die Covid-heimgesuchten Länder und den ging, also um die Hilfe für diese Länder. Denn im europäischen Kontext hat man nichts gesehen. Also in den ersten Wochen gab es fast keine Solidarität oder keine gegenseitige Hilfe. Ich war ziemlich traurig und ich habe dann gesehen, dass die Präzedenzlosigkeit der Krise eigentlich so war. Also denn das Zentrum hat sich auf die Bezirke konzentriert und auf die Mechanismen. Aber ich war dann überrascht, wie schnell die Europäische Kommission und die EU wieder zusammenkam und wie sie auf diese Krise reagierte. So eine Parabel. Am Anfang sah es so aus, dass wir uns alle zu Tode treten, indem wir bis wir zu den Ausgängen kommen. Und in der Aviakrise, in der Aviatik haben wir gelernt, wie man das macht, um sich nicht gegenseitig zu zertrampeln. Und das ist uns gelungen, dank
dem Bewusstsein oder dank dem, dass einzelne Staaten sich dessen bewusst wurden, dass man es nur gemeinsam machen kann. Also es ist für mich ein positives Beispiel, obwohl es natürlich in der Realität als ganz schlecht ist. Also ich muss mal für mich sagen, ich war ziemlich frustriert und habe eigentlich nie verstanden, warum die EU-Kommission nicht frühzeitig, vielleicht schon im Januar oder im Februar, mal die Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister zusammengerufen hat oder mal die ganzen Chefepidemiologen es zumindest angeregt hat. Da kam ja erst nach 6 Wochen nach Beginn im März überhaupt mal eine Reaktion von Frau von der Leyen. Und da gibt es doch, finde ich, Frau von Hammerstein, eine ziemlich große Diskrepanz zwischen dem schönen Reden der Frau von der Leyen und dem, was sie tatsächlich auf die Kette gebracht hat. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich glaube, am Ende ist man immer hinterher schlauer als eben währenddessen. Also da war die Pandemie jetzt, hat schon nochmal gezeigt, tatsächlich die Reflexe und die ersten Reflexe waren eben wirklich sehr nationalstaatlich und dann ist es sehr viel besser geworden und ich glaube auch jetzt ist die EU in ihrer Kommunikation sehr viel besser geworden. Also da konnte man ja am Anfang auf eine gewisse Art und Weise, wenn man so will, von den Chinesen sehr viel lernen, die sehr strategisch kommuniziert haben, an wen welche Hilfsgüter geliefert wurden. Und da haben wir uns in Europa sehr viel schwerer mitgetan. Wir sind in Europa aber am Ende ja auch immer besonders gut darin, Kritik an uns selbst zu üben. Und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Und vielleicht ist es auch zum gewissen Grad sympathisch. Aber ich gebe Ihnen total recht. Ich glaube, man hätte viel schneller Virologen auf europäischer Ebene zusammenbringen können. Man hätte auch jetzt wahrscheinlich um eine zweite Welle, die jetzt ja schon eingetreten ist, verhindern oder zumindest verringern zu können, hätte man auch auf eine gewisse Art und Weise viel mehr aus den Lehren der ersten Welle lernen können. Dann wäre vielleicht nicht jetzt in ganz Europa nochmal oder in fast ganz Europa nochmal ein zweiter Lockdown nötig gewesen. Aber ja, das ist, finde ich, etwas enttäuschend, dass man eben da nach wie vor hinterher immer klüger ist als währenddessen. Ja, wie im richtigen Leben. Für die nächste Frage, die richtet sich an die Ökonomin, Frau Nerudova. Die Regierungen nehmen jetzt neue Schulden auf, um die sozialen Folgen abzufedern. Die EU macht nun selbst gemeinsame Schulden. Und es wurde ja immer als ein Defizit betrachtet, dass Europa zwar einen gemeinsamen Markt geschaffen hat mit Gewinnern und mit Verlierern, aber dass es kein gemeinsames soziales Europa gibt. Ändert sich das jetzt gerade? Ich meine, ich will nur darauf hinweisen, Kurzarbeit ist jetzt ein tschechisches Wort geworden. Also der Staat greift ganz anders in die ökonomischen Dinge ein als früher. Kriegen wir jetzt über die Pandemie ein sozialeres Europa? Ich bitte um Entschuldigung, aber die Übersetzung war so schlecht, dass das einzige Wort, das ich verstanden habe, war Sozialeuropa. Also ich habe die Frage leider nicht verstanden. Ich weiß nicht, worum es in der Frage geht. Aber ich glaube, es war ein wirtschaftliches Thema und ob die gegenwärtige Corona-Krise irgendwie der Wirtschaft helfen kann. Also wenn ich das annehmen darf, dann aus meiner Sicht ist für eine große Gelegenheit, eine große Chance, denn die EU hat Rubikon überschritten, nicht nur die EU, aber vor allem die Kanzlerin Merkel, die noch vor wenigen Jahren es ablehnte, gemeinsame Schuldschreiben. Aber jetzt hat man dieses Rubikon überschritten. Obwohl sozusagen der Bonbon in schönem Papier eingewickelt ist, dann muss ich sagen, als Ökonom ein bisschen verlegen bin, was in diesem Papier eigentlich steckt. Und zwar in dem Sinne, dass es mir ein bisschen leid tut, denn ich glaube, der Haushalt könnte mehr ambitiös sein und die Bereiche, die in den typischen Mehrwert Zielen, das waren eben gerade die Bereiche, die bei den Verhandlungen gestrichen wurden.
Also obwohl der Haushalt finanziell ambitiös ist, heißt es ein fiskaler Föderalismus. Doch aus meiner Sicht bin ich der Meinung, dass in dem Haushalt mehr europäische Mehrwerte sein sollten. Denn schließlich in Tschechien waren wir jetzt gerade Zeugen davon, dass der Haushalt quasi die normalen Dinge heilen wird, aber es wird nicht kein Haushalt für nationale Erneuerung sein, mit dem grundsätzliche strukturelle Änderungen in Reaktion auf Covid finanziert werden sollten. Und zumindest in der Tschechischen Republik findet das nicht statt. Also es ist erforderlich, dass von der europäischen Ebene wirklich mehr Akzente darauf gesetzt werden, dass dieser Haushalt in der Tat auf die Umstrukturierung der Wirtschaft sein wird, auf die Lösung der Auswirkungen der Pandemie. Und nicht, dass es darauf schrumpft, dass die meisten Mitglieder in diesem Haushalt nur ihre alten Wehwehchen heilen werden, wie die Tschechische Republik derzeit, und nicht die wesentlichen Dinge. Aber ich möchte noch auf Kollegen Michal Kořán reagieren, der darüber sprach, wie die EU in Tschechien wahrgenommen wird. Ich muss sagen, ich bin auch sehr enttäuscht davon, auf welche Art und Weise überhaupt sich die Diskussion über die EU entwickelt. Bei uns ist die Situation sehr zugespitzt und ich glaube, dass es schlecht ist. Denn wir haben zwei Gruppen von Bevölkerung. Die eine, die sozusagen pro Brüssel ist, also diejenigen, die Brüssel lieben, und dann die Anti-Brüssel-Menschen. Aber man muss sagen, dass diejenigen, die gegen Brüssel sind, die enthält eine ganze Reihe von Menschen, die es verstehen, dass es erforderlich ist und notwendig, Bestandteil einer größeren Kommunität zu sein, und haben viele Ideen, wie man die europäischen Institutionen reformieren könnte. Aber diese Menschen werden nicht gehört im öffentlichen Raum. Die Frage der Mitgliedschaft ist sehr vereinfacht und es wird keine fachliche Diskussion darüber geführt, wie zum Beispiel die Strategien der EU in der Tschechischen Republik in der EU sein sollten. Das sind Fragen, die bei uns überhaupt nicht gestellt werden. Wie sollte die Reform von Institutionen sein? Und ich bin überzeugt, dass 80-90% der tschechischen Gesellschaft überhaupt nicht ahnt, was der europäische Mehrwert ist. Allein aus dem Grunde, weil es Dinge sind, die im tschechischen öffentlichen Raum überhaupt nicht diskutiert werden. Leider Gottes muss ich also sagen, dass die Unkenntnis auch auf der politischen Ebene besteht. Denn der neue Haushalt der EU wurde im Prinzip angenommen, wurde mit dem Argument, dass es perfekt ist, weil es zu hoch ist, sehr hoch ist. Aber ich habe überhaupt keine Diskussion im öffentlichen tschechischen Raum zur Struktur dieses Haushaltes gehört. Dass zum Beispiel die Gesundheitsprobleme gestrichen wurden, oder die Forschungsgelder. Und das sind eben die wichtigsten europäischen Mehrwerte. Und das tut mir sehr leid. Und ich glaube, wir haben ein großes Defizit in der Erklärung der Öffentlichkeit und in der öffentlichen Diskussion darüber, wie man über andere als wirtschaftliche Themen diskutieren soll, die die Europäische Union bringt. Und das führt dann dazu, dass diese Diskussion immer lautet, ihr in Brüssel. Aber dieses ihr in Brüssel, das sind doch wir Mitgliedstaaten. Und wir haben die Möglichkeit und die Macht, es zu beeinflussen, wie es in Brüssel ausschaut. Und das können wir nutzen. Also das ist nur eine Ergänzung dazu, was Michal Kořán sagte. Denn ich teile seinen Pessimismus diesbezüglich. Es gibt in Tschechien einen erheblichen Anteil von EU-Skeptikern. In Deutschland gibt es den auch. Und vieles war immer damit verbunden, da würde ich gerne noch mal darauf zurückkommen, dass diesem Europa irgendwie die soziale Dimension angeblich fehlt. Und die Frage ist, was ändert sich jetzt durch Corona? Auch in dem Verständnis, welche Rolle der Staat hat. Also ich sag mal so, zwischen einem sozialdemokratischen Schweden und einem neoliberalen Slowaken liegen ja wirklich Welten. Und dieser Abstand scheint mir jedenfalls kleiner geworden zu sein. Also diese neoliberale These, der Markt hat alles zu regeln und der Staat hat sich gefälligst rauszuhalten, die ist ja wohl im Abschwung. Gibt es also, das wäre die letzte Frage mit der Bitte um eine
Relativ kurze Antwort an Sie drei. Gibt es ein neues gemeinsames Verständnis über die Rolle des Staates in so einer Krise? Und könnte das am Ende das Vertrauen in die Europäische Union vielleicht sogar stärken? Herr Kocan, wollen Sie anfangen? Danke für diese Frage, die ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich bin einverstanden, dass die klassischen neoliberalen Thesen, egal was man sich darunter vorstellt, die sind jetzt sozusagen weg vom Fenster. Und es wird schwierig sein, für den Neoliberalismus sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube nicht, dass es zu einer Art Annäherung gekommen ist. Ich befürchte, dass immer mehr Alternativen ins Spiel kommen. Alternativen in dem Sinne, wie der Wille des Volkes in die Politik transformiert werden soll. Das wird durch Digitalisierung durchgeführt. Ich weiß nicht, wie man das erfassen soll, wie das gehen will. Aber ich glaube, vor uns ist eine gewisse Revolution. Ich will nicht, wie es geht. Ich glaube nicht, dass es auf dem neoliberalen Wege geht. Die Rolle der Institutionen wird darin liegen, wie man eine größere Rolle der Entscheidung anders entwickelt, weil sich die Welt 100-mal schneller entwickelt. Und wie die Institutionen reagieren können. Das kann weder vom Konservativismus noch vom Neoliberalismus, das kann nicht beantwortet werden. Es ist nur notwendig, dass das möglichst demokratisch verläuft. Ich bin ganz mit dem einverstanden, was hier gesagt wurde. Ich kann ein praktisches Beispiel geben, bis wohin wir gekommen sind mit der unsehbaren Hand des Marktes, dass die Korporatversteuerung, wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir das jetzt kaum wieder gut machen können. Es war nichts geregelt, alles wurde dem Markt überlassen und wir wissen jetzt, dass irgendwie geregelt werden muss. Aber wir müssen jetzt die Konkurrenzfähigkeit Europas aufrechterhalten. Wir müssen jetzt Balance finden, dass die EU nicht zu einem Dinosaurus werden, denn die Firmen wird das benachteiligen auf dem Weltmarkt. In Bezug zu USA oder hier China sind wir wegen dieser Überregelung und weil wir nicht imstande sind, sich einig zu werden, wegen dieser Einstimmigkeitsregel unsere Gesellschaften, unsere Firmen werden nicht konkurrenzfähig oder werden konkurrenzunfähig. Darüber muss man sich Gedanken machen. Aber ich teile die Warnung des Kollegen, dass man in dem Rahmen der demokratischen Grundprinzipien bleiben müssen. Und Rule of Law, das ist etwas, worauf die EU aufbaut. Und das ist ein Rahmen, der nie gesprengt werden darf. Frau von Hammerstein, Sie als Letzte jetzt. Stimmt diese Schlussfolgerung aus Ihrer Sicht, eine handlungsfähige EU in der Pandemie, ein sozialeres Agieren gleich mehr Vertrauen, mehr oder weniger Skepsis in die Europäische Union? Ja, das wäre schön, wenn das so eine einfache Gleichung ist. 1 + 1 = 2. Also ich würde schon sagen, wenn die EU so hinbekommt, ein soziales und sozialeres vielleicht auch Europa zu schaffen, Ungleichheiten möglichst zu verringern, beziehungsweise also eben eigentlich zu verringern, aber auch nicht größer werden zu lassen. Das ist ja auch eine große Gefahr jetzt mit der Wirtschaftskrise, dass die Ungleichheiten innerhalb Europas noch größer werden. Und als Drittes wettbewerbsfähig in der Welt zu sein, zu bleiben, zu werden, alles drei,
dann kann das zu größerem Vertrauen in die EU führen. Ich glaube, ein Punkt dafür ist auch die strategische Kommunikation der EU. Also wie kommunizieren wir, was gut läuft und wofür Brüssel zuständig ist? Es wurde jetzt ja gerade mit Blick auf Tschechien, aber da kann man auch bestimmte Punkte auf Deutschland anwenden und natürlich auch auf andere Staaten gesagt, dass ist eben oft so ein gewisses Blame-Game nach Brüssel, wenn Dinge schlecht laufen und wenn Dinge gut laufen, dann sind es die nationalen Regierungen. Da, glaube ich, ist es schon eine Aufgabe auch für die EU und da wird auch ja daran gearbeitet, eben die strategische Kommunikation zu verbessern und wirklich quasi für die eigenen Erfolge dann auch das Lob einheimsen zu können, weil klar ist, es kann nicht alles nationalstaatlich geschafft werden. Das wäre vielleicht noch so mein kleiner Zusatz zu den Antworten meiner beiden Vorredner. Ja, ich danke Ihnen drei für diese Diskussion. Wir hätten jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um Fragen zu beantworten. Und mit unserer Regie ist verabredet, dass mir die jetzt auf den Bildschirm eingespielt werden, damit wir die dann kurz benennen können und dann auch mal gleich sagen können, wer die Fragen bitte beantworten soll. Also wir hätten jetzt Zeit für Fragen aus unserem Publikum an die Panelisten und Panelistinnen. Noch habe ich keine auf dem Bildschirm, aber jetzt kommt sie gleich. Also da, wo bei mir eine Frage sein sollte, ist noch ein weißes Feld. Jetzt kommt bei mir, so far no questions. Wir haben alle Fragen beantwortet. Sollen wir noch eine Sekunde warten oder? Ich vermute, es werden ganz schnell noch Fragen getippt. Wir sollten noch einen Moment innehalten. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass manche an den Tastaturen sitzen. Gut, wenn noch keine Fragen da sind, vielleicht versuche es nochmal mit einer Frage in unsere Runde. Wir haben ja dann noch einen Moment Zeit. Was mir auffällt, ist, dass ja nun ganz Europa diese zweite Corona-Welle abgekriegt hat. Und alle haben mit exorbitant hohen Zahlen zu rechnen. Egal, wie gut die Regierungen agieren, ob sie nüchtern, rational sind oder populistisch, national, ob sie rechts oder links ist. Keiner hat diese zweite Welle vermeiden können. Und sie ist fast überall schlimmer als die erste. Relativiert das dann oder entschuldigt das dann ein bisschen die Regierungen, so wie sie agieren, wenn es doch sowieso so kommt? Wer möchte antworten? Herr Korcan? Na, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ich habe darüber bis jetzt gar nicht nachgedacht, denn instinktiv war ich sehr kritisch gegenüber dem Hazard, wie unsere tschechische Regierung die Sommermonate angepackt hat und wie unaktiv man die Maßnahmen Anfang September ergriffen hat. Ich habe damals gedacht, vielleicht sind die Wahlen schuld, die bei uns waren. Aber vielleicht, egal was die gemacht hätten, wäre es ohnehin schlecht ausgegangen. Ich hoffe nur, dass diese Gedanke nicht in die Marketingabteilung der politischen Sekretariate durchdringt. Das hoffentlich nicht. Aber jetzt, wenn ich von der Frage ein bisschen wegkomme, es ist mir erst heute klar geworden, dass wir in der Fachwelt der akademischen Konferenzen und auch der Businesswelt sagen, die Leute, man hat das Jahr 2020 verloren.
Aber wenn wir jetzt in diese Unsicherheit für das ganze Jahr 2021 planen sollen, da sollte man wissen, auch wenn wir Coronavirus in den Griff kriegen, wird auch das Jahr 2021 kein lustiges Jahr sein. Man sollte formulieren, was unser Ziel ist, was wollen wir mit diesen ganzen Lockdowns und so weiter, mit den Umständen, die wir haben. Wir haben jetzt gewisse Karten, mit denen wir spielen. Wir kämpfen unseren Kampf und wir können erwarten, dass wir noch ein Jahr in diesem Schlamassel bleiben und man muss sich darauf mental vorbereiten. Frau von Hammerstein, die Deutschen sind ungefähr 3 Wochen hinter den Tschechen. Die machen alles immer besser und schöner, wenn man den tschechischen Landsleuten hier folgen darf. Jedenfalls in der zweiten Welle werden die Deutschen wieder bewundert. Aber im Grunde ist es dasselbe Instrumentarium. Und die Frage, ja, vielleicht können ja Gesellschaften diese Resilienz auch nicht längere Zeit durchhalten, egal wie gut sie reagieren, wie gut sie regiert werden oder wie Regierungen agieren. Also vielleicht sind die Gesellschaften, die offenen, die freien Gesellschaften gar nicht in der Lage, so einen Stress über längere Zeit durchzuhalten? Ja, das ist eine gute Frage, die ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht beantworten kann. Ich glaube, da wird uns wahrscheinlich einfach die Zukunft zeigen, was die Antwort darauf ist. Ich hoffe, dass gerade demokratische Gesellschaften sehr viel resilienter als autokratische Gesellschaften sind. Ich glaube aber, Ihre Frage war ja auch am Anfang, am Ende haben alle Regierungen jetzt oder haben fast alle Länder in Europa nochmal eine zweite Welle gehabt. Relativiert das irgendwie die Regierungen? Ich glaube, wenn wir zum Beispiel nach Asien schauen, dann gibt es viele Demokratien, die sehr gut mit der Pandemie umgegangen sind und die sehr viel effektiver als wir teilweise in Europa da Maßnahmen gefunden haben. Und das mag teilweise auch mit der Verwendung von Daten zum Beispiel zu tun haben. Und da haben wir in Deutschland einfach ja ein sehr, sehr strenges oder sehr besonderes Verständnis von Datenschutz. Ich glaube trotzdem, also ich hätte es mir zum Beispiel gewünscht, dass die Corona-Apps innerhalb von Europas, kommt jetzt ja sozusagen langsam in Fahrt, aber dass die viel schneller miteinander verknüpft worden wären und dass man auf eine gewisse Art und Weise eine europäische Corona-App gehabt hätte. Und ich glaube, da gibt es schon viele, viele Bereiche, wo wir noch daraus lernen können und was wir hätten besser machen können. Und letztendlich ist es dann die Aufgabe einer Demokratie, da eben nicht nur langsam, sondern auch schnell und dringend rauszulernen. Jetzt haben wir eine Frage von Jana Urbanowska, eine Frage an Dr. Koschan. Wird Ihrer Meinung nach die gegenwärtige Krise das Ende von Andrej Babiš auf der tschechischen politischen Bühne bedeuten? Herr Koschan, Sie sind gemeint. Also vielen Dank. Vielen Dank, Frau Urbanowska, für diese Frage. Seine Präferenzen gehen nach unten. Aber wir sehen auch, dass die zersplitterte mittelrechte Szene beginnt, sich zu vereinigen. Also der Trend geht in die Richtung, wie die Frage es andeutet. Also ob es dazu kommen wird, dass die nächste Regierung von Babiš zusammengestellt wird, das weiß ich nicht. Aber man muss auch mit der Eventualität rechnen, dass Andrej Babiš auf Präsidentenposten kandidieren wird. Aber das wird wieder nach der Corona-Krise Zeit sein. Also ich befürchte, Babiš wird mit uns noch irgendwie bleiben. Frau Nerudova, sehen Sie das auch so? Ich befürchte, dass als Universitätsrektorin es mir nicht zusteht, so eine Frage zu beantworten. Ich kann natürlich nicht spekulieren, aber ich möchte eine Sache erwähnen, auf die die Kollegen geantwortet haben, nämlich, dass die zweite Welle eigentlich alle Staaten im Prinzip gleich heimsucht. Ich glaube, es ist darauf zurückzuführen, vielleicht, dass wir alle
dem Irrtum unterlagen im Frühjahr, dass man mit dem Virus kämpfen kann, dass man ihn irgendwie ausrotten kann. Und wenn wir für eine bestimmte Zeit die Wirtschaft schließen, dann wird alles wieder gut werden. Aber der Herbst und die Herbstpandemie, die hat man erstmal vorausgesagt. Denn das entspricht auch der spanischen Grippe, die im Herbst auch viel strikter war im Jahre 18. Und dann kam noch eine Welle im Frühjahr 19 und die war auch noch stärker. Also es ist klar, das Coronavirus bleibt mit uns eine längere Zeit. Also die Gesellschaft und die Regierung müssen sich gestehen, dass wir nach einem neuen wirtschaftlichen Modell suchen. Denn die Restriktionen werden wahrscheinlich für eine längere Zeit notwendig. Für eine längere Zeit werden wir aufpassen müssen, dass die Kapazitäten des medizinischen Systems standhalten können. Also wir suchen nach einem neuen Paradigma in der Ökonomie. Also nur auf das Bruttonationalprodukt sich zu konzentrieren, das wird nicht mehr ausreichen. Wir werden auch andere Dinge denken müssen als das Wachstum. Und je früher sich die Gesellschaft dessen bewusst wird, umso leichter wird man dann die Pandemie bewältigen können, denn das Virus wird bei uns eine längere Zeit bleiben. Und diese Hoffnungen in die Impfstoffe, in die Vakzine, also da müsste die Population total geimpft werden. Und ich habe irgendwo gelesen, dass 80% der Population geimpft werden sein müsste. Aber ich glaube nicht, ob man das in einem Jahr schaffen kann, wegen des medizinischen Systems, der Möglichkeiten der Impfung und auch wegen der Zeit. Also wir suchen nach einem neuen wirtschaftlichen Modell der Funktionsweise. Und wenn wir das anerkennen, dann glaube ich, dass wir in diesem Kampf oder in diesem Mitleben mit dem Virus doch erfolgreicher sein können. Vielen herzlichen Dank. In einem Jahr werden wir schauen, wie weit wir damit gekommen sind. Wir haben keine weiteren Fragen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Nochmals ganz herzlichen Dank an die Teilnehmer dieses Panels. Und bleiben Sie alle gesund. Und ich gebe jetzt ab an Libor Roschek. Ich möchte ganz herzlich danken all Ihnen, den Mitbeteiligten unseres Panels. Ich glaube, das war eine sehr gute Diskussion. Einige Themen werde ich noch ansprechen, wenn ich die gesamte Zusammenfassung mache. Aber zuerst bekommt mein Co-Vorsitzender Christian Schmidt das Wort. Christian, bitte. Ja, vielen Dank jetzt auch den Panelisten und dem Moderator. Lieber an dich auch. Für die gesamte Durchführung dieses hochinteressanten Panels und des ersten. Wir haben einige Punkte auf den Kopf getroffen. Ich würde zum zweiten Panel ganz kurz etwas sagen. Du wirst deine Zusammenfassung ja auch zum ersten machen. Ich freue mich, dass Frau Czaszka noch zum Thema Comenius mich ergänzen würde. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir gesehen haben, dass das Herangehen in Tschechien und in Deutschland jetzt zu den US-Wahlen, die ja jenseits der Personalfrage auch für uns eine hohe Interessenlage darstellen, sehr unterschiedlich ist. Wie weit sich das jetzt dann auf die einzelnen Politiken überträgt, wird man sehen. Prag und Tschechien ist ja immer eigentlich ein Land gewesen, das für amerikanische Präsidenten wichtig war, sowohl W. Bush als auch Obama haben wichtige Reden in Prag gehalten. Und es wurde deutlich unterstrichen, dass Herr Biden, von dem man im Augenblick vermuten könnte, dass er vielleicht leicht bessere Karten hat, ohne die Details zu kennen und jemanden zum Sieger auszurufen, dass er doch eine Bereitschaft und Kenntnis mit Europa zusammenzuarbeiten hat.
ob das einfacher ist, beziehungsweise wie sich das ökonomische und ich vermute auch sicherheitsmäßige Kernland im Gegenüber, nämlich China, einzubinden ist. Darüber haben wir sehr analytisch übereinstimmende Positionen gehört jetzt. Allerdings die Frage, wie sich Europa hierfür aufstellt, die bleibt und schien offen. Es war für mich interessant auch, dass die Frage der Sicherheitszusammenarbeit beziehungsweise der Angaben und der Forderungen an die Europäer, dass die auch übereinstimmend betrachtet worden sind, die 2%, die vermutlich in Deutschland eine stärkere Rolle spielen als anderswo. Lieber mit deiner Erlaubnis will ich aber einfach noch mal sagen, das ist ein Thema, das in der Tat nicht mit Herrn Trump entstanden ist, das Obama hatte und das eigentlich, ich muss das jetzt loswerden, aus dem Jahre 1982, als ich Teil einer Delegation der Konrad-Adenauer-Stiftung beim American Jewish Committee war, als Student oder Referendar, in meinem Bericht geschrieben habe, dass Abgeordnete im Kongress, einschließlich des Senators Kennedy und des Senators Hatfield, bipartisan unterstrichen haben, die eindeutige Auffassung, dass der europäische Verteidigungsbeitrag im konventionellen Bereich zu niedrig ist. 1982, wir leben also hier in einer gewissen Kontinuität und das Thema wird mit großer Wahrscheinlichkeit, das ist ja angesprochen worden, von beiden auch angesprochen werden. Die Frage von Reformfähigkeit und Reformen innerhalb der EU wurde ja sehr intensiv besprochen. Der EU wird die Fähigkeit zugesprochen, dass sie sich aus einer Krise heraus stärken kann, dass das die Erfahrungen von vergangenen Krisen waren, dass allerdings die Frage, mit welchen Mitteln, auch mit welchen finanziellen Mitteln, in welcher Struktur, nicht sehr tiefgründig diskutiert wird. Besonders wichtig schien mir, dass insbesondere für Tschechien darauf hingewiesen wird, dass die Kenntnis über die Vorteile oder die jenseits des Finanziellen der EU für das eigene Land nicht sehr tiefgehend diskutiert werden. Es gab in Deutschland mal einen Renner bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das war ein Buch, ich glaube, es war was von Thomas Läufer, Kosten und Nutzen der Mitgliedschaft in der EG Deutschlands. Und so ein Standardzahlenwerk wäre vermutlich auch in der Frage der Kommunikation viel stärker zu nehmen. Es wurde angesprochen, dass die Schwerfälligkeit der europäischen Entscheidungsfindung, das war bereits ja im ersten Panel ein Thema, auch durch die Frage der der Mehrheitsentscheidung, vor allem bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen notwendig ist. Hier scheint es doch eine große Übereinstimmung zwischen deutscher und tschechischer Diskussionsebene zu geben, Diskussionsrahmen zu geben. Ich will das damit auch einen Auftrag für uns herausleiten. Das ging ja im ersten Panel noch sehr viel weiter, welche Aufträge der Volksbildung wir vom Gesprächsforum her leisten können, vom Zukunftsfonds. Das ist sicherlich, das wurde auch angesprochen, etwas überfordern für uns, aber inspirieren und im Sinne von Comenius ansetzen, das können wir, glaube ich, allemal. Insofern können wir aus der Diskussion, die wir jetzt heute erlebt haben, von den beiden Panels doch Erhebliches mit für unsere Arbeit und auch für die strategischen Dialoge unserer Regierung, meine ich, herausfiltern. Ich will damit
mit einem Satz noch enden, weil mein Freund Markus Mecke, der ja nun Erfahrungsträger auch als der einzige frei gewählte in einer freien Regierung DDR tätige Außenminister, der die deutsche Einheit wesentlich mitgestaltet hat, vom Solidarität und Führen als liebesvollen Prinzip gesprochen hat. Ich hoffe, dass er seine Erfahrungen auch immer in diese Richtung hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer und mit allen der Fall war. Aber das ist eine sehr europäische Forderung. Markus, du kannst das kommentieren? Ja. Ich kann sagen, dass die Erfahrung natürlich oft eine andere war. Aber die Herausforderung, in dieser Weise zu führen, die bleibt. Die bleibt national wie auch europäisch. Deswegen darf ich, wie gesagt, deinen Satz, der wirklich programmatisch ist, hier nochmal aufnehmen. Er ist aber auch ein sehr europäischer Satz. Wenn ich mir vorstellen würde, wir hätten im amerikanischen Wahlkampf, von wem auch immer, dieses Thema in dieser Form eingebracht. Also Fox News hätte es vermutlich nicht gebracht und andere möglicherweise hätten nichts damit anzufangen gewusst. Vielleicht ist doch das europäische Denken ein Ansatz, der global noch mehr Platz greifen sollte und könnte, als das bisher der Fall ist. Vielen Dank. Sie gestatten, dass ich unserer Kollegin Monika Zaska das Wort gebe, zum Thema jetzt aus Ihrer Sicht nochmal zu Comenius die Diskussion über Bildung zusammenzufassen. Herzlichen Dank. Ich sage schon jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Wir arbeiten an dem, was wir in diesen Stunden erfahren durften und was wir an Diskussion mitbekommen haben. Schönen guten Nachmittag. Vielen Dank an beide Co-Vorsitzenden dafür, dass mir das Wort erteilt wurde. Ich danke den Organisatoren der Konferenz für die Auswahl der Panelisten zum Comenius. Mir hat der erste Panel sehr gut gefallen. Andrzej Liszka sprach über die praktischen Auswirkungen oder die praktischen Defizite der Comenius aufbauenden Pädagogik. Herr Maul sprach über die internationale Bedeutung von Comenius und vor allem, was Markus Meckel gesagt hat, das hat mich sehr beeinflusst. Das ist ein Kampf um den neuen Menschen. Es geht um die Gestaltung des neuen Menschen. So kann das Ziel von Comenius zusammengefasst werden. Also Mensch als Partner. Morgen jährt sich die Schlacht auf Weißem Berge, der 8. November 1620. Das war die Niederlage der Rebellion der böhmischen Stände. Das war ein Ereignis, was Comenius als Katastrophe erlebte. Er war ein gebildeter Mann, tief verwurzelt in die böhmische Reformation, musste es mitverfolgen, wie die Reformation in Böhmen zu Ende geht. Bei uns war nämlich die religiöse Toleranz sehr hoch und Comenius musste zusehen, wie diese Welt zusammenbricht und beispielslos oder vorbildslose Totalität kommt. Man sagt, das ist ein Verbrechen gegen Staat, man muss zum Katholizismus konvertieren oder man muss emigrieren oder man wird vom Tode bedroht. Heute wird die Erinnerung ganz merkwürdig erwähnt. Es geht bis zur Ablehnung der Deutung von Palacki und Masaryk. Das ist ein Missverständnis, was
auf dem beruht, wie die Deutung der böhmischen Geschichte missbraucht wurde von der kommunistischen Historiografie. Die marxistische Deutung hat das Hussitentum zu eigen gemacht, hat das verzerrt als eine Art präkommunistische Bewegung. Mit Comenius war das nicht so einfach für die Kommunisten. Also Comenius wurde nur als Pädagog präsentiert. Man hat nur das Pädagogische herauspräpariert, als ob Comenius kein Philosoph wäre. Also das wollte ich Ihnen sagen. Das sind meine Gedanken, die ich mit Ihnen teilen wollte. Ich grüße Sie alle und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hoffentlich Hände schütteln und persönlich treffen können. Vielen Dank an Frau Żarska für diese Bemerkungen zu Comenius. Ich glaube, das ist eine perfekte Abrundung unserer Konferenz. Ja, wir haben mit Comenius angefangen und wir enden mit den Werten, die Comenius verkörpert. Egal, ob es die Krise in Europa war oder Bildung oder Perspektive von Europa. Noch einmal meine Zusammenfassung zum Schluss. Ich fange mit dem zweiten Panel an. In dem zweiten Panel hat es sich ganz klar gezeigt. Es wurde hier nämlich über globale Themen gesprochen. Globale Pandemie, Beziehung zu den USA, Beziehung zu China. Wir als Tschechen und Deutsche, wir als Europäer sind dazu verurteilt, zusammenzuarbeiten. Denn wenn wir eine Welt haben, wo heute fast 8 Milliarden Menschen leben, da können wir alleine, sei es 82 Millionen Deutsche oder geschweige denn 10 Millionen Tschechen, da können wir selber nichts anfangen. Also, das ist in unser eigenem Interesse. Wir sollen zusammenarbeiten. Man hat USA erwähnt und China. Kurz dazu, ja, ich bin überzeugt, das wurde schon gesagt, wir wollen Partnerschaft mit den USA. Nicht nur wegen Sicherheit und Verteidigung, aber auch wegen Verteidigung unserer gemeinsamen Werte. Denn trotz allen Problemen, die wir haben, wir sehen das jetzt in den USA, wir sehen das jetzt im Verlauf der Wahl, trotz all den Problemen, unsere Systeme beruhen auf dem Respekt gegenüber den Grundrechten, gegenüber Demokratie und Rechtsstaat. In der großen globalen Welt kommen große Herausforderungen auf USA oder Herausforderungen für Europa. Diese Herausforderungen sind autoritäre Staaten, vor allem China. China ist es gelungen, das autoritäre System einer politischen Partei zu verbinden mit der ökonomischen Effizienz. Es ist manchmal ein ganz brutaler Kapitalismus. Kapitalismus ohne Attribute. Und dieser chinesische Kapitalismus ist in dem globalen Wettbewerb äußerst wettbewerbsfähig. Vor ein paar Jahren hatte China 16% des Weltbruttoprodukts, bald werden es 20 sein. Das ist die Herausforderung. Egal, wie wir China sehen, kritisch oder pragmatisch, wenn man die ökonomischen Chancen mit unseren Werten irgendwie unter einen Hut bringen will, bleibt China immer eine Herausforderung. Und wir können China dann akzeptieren oder meistern, wenn wir zusammenarbeiten. Als Vizepräsident des Europäischen Parlaments habe ich das immer versucht. Man hat hier diese Reise von Helen Westerchill nach Taiwan erwähnt. Das ist der Senatspräsident. Ich wollte schon damals die Präsidenten der Europäischen Parlamente zusammenbringen, dass wir eine
gemeinsame Position vertreten. Wir haben nationale Parlamente, manche Länder haben Zweikammerparlamente. Wenn die Chefs dieser Institutionen und der Präsident des Europäischen Parlaments, wenn diese alle sagen würden, ja, wir vertreten die Politik ein China, aber Taiwan repräsentiert unsere Werte, obwohl wir China respektieren, trotzdem fahren wir nach Taiwan. Dann müsste China ganz anders reagieren, als wenn ein Senatspräsident eines Landes mit 10 Millionen Einwohnern dahin fährt. Also das sollte eine Art Impuls sein für die Diskussion, nicht nur für die tschechisch-deutsche, auch für die europäische, wie wir zum Beispiel auf der globalen Ebene denken und miteinander handeln könnten. Ich glaube, auch in den anderen Herausforderungen, wirtschaftliche, technologische, ökologische, umweltschutzbezogene Probleme, ich glaube, dann könnten wir gemeinsam mehr erreichen. Unsere Diskussion, vor allem in dem ersten Panel, wurde über Wertegemeinschaft gesprochen. Die Diskussion hat gezeigt, dass die gemeinsamen Werte, über die gesprochen wurde, an denen die politischen Systeme der einzelnen Länder aufbauen und auch das System der Europäischen Union als Union, das ist nichts Automatisches, das ist nichts Selbstverständliches. Diese Werte müssen immer wieder umkämpft werden. Und man muss die Bürger, die Kinder, die Bevölkerung aller EU-Länder müssen erzogen werden zu diesen Werten. Und hier sind wir wieder zurück bei Comenius. Die Diskussion war sehr aufschlussreich und wir haben das mehrmals betont. Wenn wir jetzt Vergleich machen, Tschechien zur Bundesrepublik Deutschland, wir haben in Deutschland diese Bundeszentrale für politische Bildung. André Liszka hat das erwähnt. Er war bemüht, das zu machen. Andere waren auch bemüht. Es ist immer noch nicht gelungen, das in Tschechien durchzusetzen. Das beeinflusst unsere einheimische Diskussion und das beeinflusst auch unsere Perspektive, mit der wir die Europäische Union sehen. Man sieht hier diesen gewissen Skeptizismus, sogar Pessimismus. Also, das ist vor allem eine Hausaufgabe für die tschechische Seite. Politische Bildung nicht außer Acht lassen, das kann man nicht in einigen Monaten oder in einem Jahr ändern. Das ist eine langfristige Sache, aber man muss losgehen. Man muss das anpacken. Auch die Wahrnehmung der Europäischen Union bei der Öffentlichkeit. Man muss die Zusammenarbeit also aufwerten. Das ist nicht nur eine Aufgabe für die Politiker, obwohl Politiker hier einen großen Teil der Verantwortung tragen. Es ist auch eine Rolle für die Journalisten, für die Akademiker, also für alle Komponenten der Gesellschaft, die an der Gestaltung der öffentlichen Meinung des Bildungsgrades der Gesellschaft beteiligt sind. Also, das ist eine große Hausaufgabe für uns. Es waren hier auch Gedanken zu hören, wie die EU aussehen sollte, dass sie nicht nur auf den europäischen Werten aufbaut, dass sie auch effizient ist. Also nicht nur während der Coronavirus-Krise, denn wie gesagt, ja, am Anfang war die Union viel zu langsam im Handeln. Das ist eine Krise, wie es eine derartige nie früher gab. Aber wenn wir uns die Entwicklung der letzten Wochen und Monaten anschauen, da glaube ich, dass in den Kompetenzen, die die Kommission hat, macht sie das maximal Mögliche. Sie ist bemüht, die Gesundheitsminister zu koordinieren. Sie ist bemüht, obwohl wir Lockdowns in den einzelnen Staaten haben, dass die Grenzen nicht zugesperrt werden. Man ist bemüht, dass man gemeinsam Medikamente einkauft, Remdesivir oder ab
Januar, Februar hoffentlich schon der Impfstoff. Also auch die Europäische Kommission und die EU als Ganzes haben eine Lehre gezogen, damit das Handeln noch effizienter ist. Damit die Europäische Union in den Entscheidungsprozessen noch effizienter wird. Obwohl die Tschechen Euroskeptiker sind, brauchen wir mehr Zusammenarbeit. Man muss von der Krise eine Lehre ziehen. Jede Krise ist eine Chance, aus der Krise stärker rauszukommen. Ich weiß, nächstes Jahr, nächste zwei Jahre werden wirtschaftlich und sozial sicher nicht so sein, dass wir stärker sind. China wird stärker sein. Aber wir sollten eine Lehre ziehen, auch in den Entscheidungsprozessen, dass die EU aus der Krise gestärkt rauskommt. Das heißt, wenn wir uns die Meinungsumfragen ansehen, nicht nur in Deutschland und in Tschechien, auch in ganz Europa, also zum Beispiel im Bereich Gesundheitswesen, haben unsere Bürger nichts dagegen, dass die Europäische Kommission, dass die Europäische Union in diesem Bereich für die Krisenfälle mehr Kompetenzen bekommt. Wir sehen das auch in der auswärtigen Politik, in der Verteidigungspolitik. Also dort, wo die Unterstützung da ist, soll die EU größere Kompetenzen haben. Zu den größeren Kompetenzen gehört auch die Entscheidungsweise. Dort, wo es möglich ist, Mehrheitsentscheidungen zu ermöglichen. Wenn wir bei Grundwerten sind, in dieser Woche kam es zu einer ganz positiven Bewegung. Das Europäische Parlament und die Kommission sind in der Frage der Verteilung der Finanzmittel, und das ist keine kleine Summe, 1,8 Billionen Euro in Summe. Man ist sich einig geworden, dass hier die Bedingung ist, dass die Regeln des Rechtsstaates und der Demokratie berücksichtigt werden. Obwohl manche Mitglieder der V4 damit nicht zufrieden waren oder das denen nicht gefallen hat. Trotzdem ist diese Mehrheitsentscheidung getroffen worden. Und ich glaube, so könnte und sollte das auch in anderen Bereichen sein. Was unsere Konferenz anbetrifft, möchte ich sowohl den Technikern danken, und natürlich auch den Dolmetschern, denn ohne deren Hilfe könnten wir diese Konferenz nicht austragen können. Wenn wir von Dolmetschern sprechen, muss ich wieder Johannes Amos Comenius wieder erwähnen, der sein ganzes Leben lang behauptete, vor allem die Sprache seines Nachbarn zu kennen, damit man sich verständigen kann. Und wenn es um die Tschechen geht, dann geht es vor allem darum, dass man Deutsch lernt. Und das galt sowohl vor 400 Jahren als auch in den nächsten Jahren. Also unsere Dolmetscher haben es bereits begriffen und deshalb verdienen sie meinen Dank. Mein Dank gilt uns allen, denn wir haben diese Konferenz organisiert und miterlebt, obwohl wir nicht persönlich zusammenkommen können. Und für alle war es technologisch schwierig, aber wir haben es doch ziemlich gut geschafft. Lassen Sie uns die Hoffnung hegen, dass wir uns nächstes Jahr wieder physisch sehen, wie man sich gegenseitig, wenn man sich gegenseitig besuchen kann. Also das wollen wir hoffen. Die Konferenz, darüber haben wir heute gesprochen, bei der Sitzung des Rates. Die Konferenz sollte wieder in Tschechien stattfinden, und zwar in der Stadt Brünn, denn dieses Jahr hat Brünn diese Möglichkeit verloren. Also ich freue mich auf Wiedersehen in Brünn im nächsten Jahr. Und was das Thema der Konferenz anbelangt,
werden wir weiter in der Richtung machen, was wir regelmäßig tun. Wir wollen in die größeren Fragen auch das einkomponieren, was für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wichtig ist. Die Infrastrukturfragen wie Verkehrsverbindungen oder die Energiepolitik oder auch die Beziehung zu China, also wie zum Beispiel die Frage von 5G und so weiter. Also noch einmal, ich danke Ihnen ganz herzlich und auf Wiedersehen nächstes Jahr in Brünn.